Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Euer Wiki ist wieder am Start und wir gucken uns heute was Neues an. Heute ist mein erstes Mal mit euch Soviet and Republics. Ja, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe das seit Jahren auf der Wunschliste tatsächlich. Ich habe es aber noch nie gespielt. Und ich habe jetzt einen Key gekriegt von Hooded Horse. Da nochmal vielen lieben Dank. Also ich bin eigentlich nicht verpflichtet, oder das heißt eigentlich, ich bin nicht verpflichtet, ein Video dazu zu machen, aber ich will mir das mit euch jetzt angucken. Es ist ja auch noch das Biom-Update raus, aber ich würde mit euch in die Story reingehen wollen. Oder die Kampagne mal anfangen, in der Hoffnung, ich habe die ganzen Tutorials mal gespielt und habe schon wieder keinen Plan und hoffe, dass wir im Tutorial hier ein richtig gutes Tutorial haben, nochmal ein bisschen anders erklärt. So, dass wir danach, wenn ihr Bock habt, uns mal irgendein Biom angucken. Zum Beispiel Sibirien und da ein bisschen spielen und gucken, wie gut komme ich damit klar. Ich weiß, dass es eins oder wenn nicht sogar das komplexeste Aufbaustrategiespiel, City Builder, wie auch immer, sein soll oder ist. Aber wie gesagt, guckt mal rein, wenn es euch gefällt. Wisst ihr ja, Daumen, Kommentar, Abo, fühlt euch nicht verpflichtet, aber es ist alles mehr kostenfrei für euch und mir zeigt, dass es euch gefällt und deswegen geh mal rin. So, sei gegrüßt, Genosse, ich bin Nikolai Mikhailov, zweiter Sekretär der Kommunistischen Partei. Ich werde dich anleiten, die größte Sowjetrepublik aufzubauen mit der herausragenden Gebäudearchitektur und Fabrikplanung der Sowjetunion. Aber zuerst die Grundlagen, schau dir die Karte und die Steuerung an, damit unsere Spielstandards... Okay. Lass mich raten. Ja. Ja, okay. Das, W, A, S, D, X, C. Das übliche halt. So. Okay, also die Minimap. Mir ist erstmal aufgefallen, wie abnormal riesig die Karten sind. Gute Arbeit, Genosse. Wir haben zwei Nachbarn. Sowjetische und westliche Länder. Es ist klug, in der Nähe von Zollhäusern zu bauen, damit der Import und Export einfach billiger wird. Ich rate dir, mit den sowjetischen Zollhäusern hauptsächlich in Rubel zu handeln. Gut, und mit dem Westen halt logischerweise in Dollar. Du kannst aber auch westliche Länder Handel treiben, aber du hast weniger, die... ja, das macht Sinn. Okay. Ich will so ein bisschen durch das Blablabla ein bisschen schneller durch. Ja. Das ist ein Zollhaus an der sowjetischen Grenze. Auf jeder Seite der Karte gibt es weitere Zollhäuser. Um mit dem Handel zu beginnen, brauchst du eine Straße oder Eisenbahnverbindung zum Zollhaus. Du kannst, dann kannst du Fahrzeuge losschicken, um die Waren zu verkaufen. Okay. Mit Wesisch auch noch, an der sowjetischen... Ja, das hatten wir schon mal. So, jetzt geht's los. Danke, Genosse, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du wirst dich weiter darüber informieren. Wie und erfolgreich soziale Paradiese auf... Okay. Machen wir mal Grundlagen der Stadtplanung. Grundlagen der Stadtplanung. Wie gesagt, ich hoffe, durch dieses Tutorial danach bin ich richtig krass in dem Spiel. Glaubst du nicht, aber... ich bin Chefarchitekt und Planer unserer Sowjetrepublik. Ich werde jetzt das Grundwissen zeigen, das du kennen solltest, wenn du eine neue Stadt planst. Und auf dem Hauptbildschirm findest du die Hauptleiste, in der du alles findest, was du bauen kannst. Infrastruktur übergebaut. Okay, ich muss nur mal kurz eins hier machen. Beginnen wir zuerst mit einem Straßennetz. Erstelle ein Grundraster. Bau mindestens 750 Meter Straßen. Denk daran, dass... Okay. Ich muss ja erstmal kurz eins anders machen. Moment. Ich glaube, das ist so noch laut genug. So, also wir brauchen Straßen. Ist so abnormal, wie viel Zeugs da gibt. Um Handel zu treiben, das. Aber jetzt brauchen wir erstmal hier... Würde ich mal sagen... 750 Meter. Dann machen wir jetzt 250 Meter Hauptstraße. Von
Ich hätte... Was? Will ich nicht. Ich will das nicht. Ich will eine stinknormale Straße, Leute. Ich will einen rechten Winkel. Warum? Wieso... Okay. Ich will halt eigentlich... Ich glaube, ihr versteht meinen Gedankengang, ne? Ich will ja eigentlich nur... Ja. Nein! Das wollte ich nicht. Und schief ist es auch noch. Ich will doch eigentlich... Okay. Seht ihr, ich will einfach nur eine gerade Linie. Ich will keinen Winkel oder sonst was. Straßenkrümmung ändern, linke Umschalte. Okay. Ja. Ich will eckig bauen, Leute. Ja, halt so. Ja, okay. Dann nicht. Okay. Das ist jetzt verwirrend. In den Tutorials war das... Können wir nicht einfach nur eine Kurve, also nur so ein bisschen, nicht? Andere Infrastruktur ist im Weg. Oh ja. Wieso kann man das nicht einfach gerade verbinden? Wieso muss das unbedingt eine Ver... Also wenn es einen Trick gibt, ne, unbedingt mir mitteilen. Da kriege ich Puls. Wir haben genug Straße. So. Zuerst braucht unsere Stadt Wohnungen. Für unsere Bürger baue beliebige Gebäude. Wichtig ist, dass du Wohnungen für mindestens 500 Menschen bekommst. Während du die Gebäude baust, wirst du feststellen, dass automatisch eine Straße oder Fußwegeverbindung geschafft wird und du sehen kannst, wie weit du zu den Gebäuden in der Nähe gehen kannst. Das ist für jeden Stadtplaner wichtig. Wir werden das später erklären. Okay. Okay, Wohnhausziegel. Gebäude können aufgrund der Infrastruktur nicht gebaut werden. Okay. Nächstes Gebäude, Gebäude spiegeln. Langsam drehen. Ah. Ich hätte es ja... Okay, wie viele Wohnungen hat das überhaupt? 157. Okay. Wir kriegen hier doch... So. Da. Ja, deswegen wollte ich dreieckig. Also dreieckig, genau.
Aha. Dachte mir doch, das muss doch gehen. So, das dahin. Dann. Das eine Gebäude noch. So, dann brauchen wir nämlich jetzt hier. So. So. Geh doch. Die Grundbedürfnisse eines jeden Bürgers sind Nahrung, Fleisch und Kleidung. Lass uns ein kleines oder großes Einkaufszentrum bauen, in dem unsere Bürger all das finden können. Es gibt auch kleinere Läden, sie verkaufen Kleidung und Elektrogeräte oder kleine Lebensmittelgeschäfte, sie verkaufen Lebensmittel und Fleisch, aber für dieses Ziel lass uns ein Einkaufszentrum bauen. Wichtig für die nächsten Ziele, denkt daran, dass die Einkaufszentrum eine Straßenbahn für die Anlieferung von Waren benötigen. Der Einkauf von Waren ist aber auch ohne Straßen möglich. Achso, okay. Krass. Gut, dann machen wir ein kleines Einkaufszentrum. Das ist die Frage. Nee, ich würde es tatsächlich doch direkt hier hin machen. Beziehungsweise. Doch. Doch, machen wir so. Einkaufen für alle. Menschen, cool. Ich sehe, dass unser Einkaufszentrum von allen Wohngebäuden aus erreicht werden kann. Gute Arbeit. Aber wenigstens, aber vergiss nicht, wenn unser Einkaufszentrum nicht von jedem Wohnhaus aus zu erreichen ist, werden sich unsere Bürger beschweren. Okay. Es wäre Alkohol. Okay, lass uns nachdenken. Was braucht man für einen wohlhabenden, glücklichen sowjetischen Gesellschaft? Richtig, Alkohol. Lass uns die Kneipe oder Kneipen genauso bauen wie ein Einkaufszentrum. Sorge dafür, dass alle Wohngebäude zu Fuß erreichbar sind. Beachte, dass die Bürger süchtig werden, wenn sie eine Kneipe besuchen, um Alkohol zu trinken. Deswegen ist Alkohol immer gefährlich. Kinder. Alkohol steigert das Glücksgefühl, verringert aber die Gesundheit. Es liegt an dir zu entscheiden, ob deinen Bürgern Alkohol anbietest oder nicht. Dennoch kannst du die Gesundheit auf verschiedene Arten verbessern. Wichtig, außerdem benötigen die Kneipe eine Straße, wenn die Zukunft... Ah, krass. Okay. Nice. Eine Kneipe. Ja, wenn das jetzt nicht so perfekt ist, oder? Sieht das jetzt noch verbinden? Ja, vielleicht ist es auch doch nicht ganz so perfekt. Kann ich dich nochmal... Oh, ist ganz schön laut. Kann ich dich versetzen? Zu Fuß erreichbare Gebäude zeigen, Gebäude umbenennen, Gebäude transparent. Okay. Moment. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal kurz dahin. Okay. Ich will jetzt keinen Fußgängerweg, ich will... Jaha. Klar, die Kneipe ist auch weg. Natürlich haben die keinen Zugang mehr. Wo war das? Staatliche Infrastruktur. Da, Alkohol. Kneipe, Kiosk, Kneipe. Die da. Okay, dann machen wir es doch so. So. Aber wir können, wenn ihr Sport. Einige Bürger möchten vielleicht Sport treiben. Wir werden einige Sportstätten bauen. Sport fördert die Gesundheit deiner Bürger. Sorge dafür, dass alle Wohngebäude fußläufig erreichbar sind, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn das Bedürfnis der Bürger nach Alkohol, Sport oder Kultur nicht befriedigt wird, sind sie weniger glücklich. Auch die Vorlieben für diese Aktivität wird mit der Zeit abnehmen. So kannst du den Bürgern zum Beispiel nur Sport anbieten. Am Anfang werden sie unglücklich sein, aber später werden sie mit einer
Okay. Oh, es sind aber viele. Fußball, Tennisplatz, Strand. Alter. Hier? Schade. Hier vielleicht. Ja, doch, machen wir dahin. Ups. So. Aber bis jetzt finde ich es interessant. Ich finde es. Also, ich finde, das Spiel hat schon mal gegenüber City Skylines einen richtigen Pluspunkt. Du siehst echt viele Leute laufen. Die letzte Forderung, die wir den Bürgern stellen werden, ist der Kulturgenuss. Lass uns ein Kino bauen. Später kannst du auch ein Radio- oder Fernsehsender bauen und ihn auf Kultur ausrichten oder das Kino oder andere Formen von Kulturaktivitäten ersetzen. Okay, cool. Ich muss ja sagen, ich hatte echt mal wieder Bock auf was richtig Komplexes eigentlich, ne? Das... Komm, das bauen wir doch direkt neben das Kino, oder? Neben dem Fußballplatz, entschuldigt. So. Dahin. Sehr gut. Arbeitslosigkeit zu hoch. Die Arbeitslosigkeit ist in diesem Gebäude oder in diesem Gebiet zu hoch. Derzeit können mehr als 50% aller Arbeiter nicht arbeiten. Möglich können... Ja, okay, darum kümmern wir uns gleich. Lass uns das Kino mal kurz fertig bauen. So. Sowjetische Denkmäler bauen. Jede Sowjetrepublik braucht loyale Bürger. Eine hohe Loyalität bedeutet, dass die Bürger weniger negativ reagieren, wenn es Probleme gibt. Außerdem arbeiten loyale Bürger härter. Sie haben eine höhere Produktivität und insgesamt bringt das viele Vorteile. Es gibt viele Möglichkeiten, die Loyalität zu erhöhen. Der erste Schritt besteht darin, sowjetische Denkmäler zu errichten. Okay, errichtet 3 sowjetische Denkmäler. Yo. Mahlzeit. Oh, Hammer und Sichel ist immer gut. Kann man immer brauchen. Und dann... Wer will es nicht? Eine Lenin-Statue. So. Hammer. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel einen Tag- und Nachtzyklus hat. Religiöse Sympathie ist etwas, das einige unserer Bürger haben können. Wenn du dein Spiel auf einer Karte beginnst, auf der alte Städte vorhanden sind, gibt es dort normalerweise Kirchen, in denen die Bürger beten können. In der sowjetischen Gesellschaft gibt es jedoch keinen Platz für Gott und Religion. Wir sollten jeder Religion entsagen, deshalb werden wir keine neuen Kirchen bauen. Aber es liegt an dir, ob du die bestehenden Kirchen erhältst und den Bürgern erlaubst, dort zu beten oder ihr religiöses Niveau zu erhöhen, oder ob du alle Kirchen schließen oder abreißt. Krass. Okay. Sorgen wir dafür, dass unsere Republik genug Menschen gibt. In unserer Republik genug Menschen gibt und das für sie gesorgt ist. Lade so viele Arbeitskräfte ein, dass sie die bestehenden Wohngebäude zu 90% ausfüllen. Ach, du kannst Leute einladen. Jan, neues. Sorge dafür, dass deine Arbeiter versorgt sind. Kaufe Waren für unsere Läden, sodass jede Ressource mindestens zu 50% ihrer Kapazität gefüllt ist. Denk daran, dass wenn du deinen Laden mit einer einzigen Ressource überfüllst, nicht genug Platz für andere ist. Okay. Ach, du kannst ja... Ja, nice. Du kannst die Sachen tatsächlich? Echt?
Das ist ja cool, du kannst hier die Sachen tatsächlich zukaufen. Ja, nice. Ist ja wirklich cool. Danke, Genosse, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast gelernt, wie du deine Stadt aufbauen kannst. Ich bin jederzeit für dich da, wenn du mich brauchst. Du kannst das Regierungssymbol auf der linken Seite aufrufen und dich von mir beraten lassen. Mit freundlichen Grüßen, Mikhail Walasow. Mein Gott, Chefarchitekt und Planer. Grundlagen der Landwirtschaft, Notfall, sowjetische Universitäten, Steinkohlebergbau. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Landwirtschaft. Grüße, Genosse, ich bin Rostaja Antonov, ein erfahrener Bauer aus der Sowjetrepublik. Mit schwierigen Händen und einem Herz, das tief mit dem Land verbunden ist, bin ich ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit unseres Volkes. Erlaube mir, die Mechanismen der Kollektivierung zu erklären, die ein wichtiger Schritt für auf den Weg. Okay. Jetzt erzähl, Rostaja. Die Felder sind das Lebenselixier der Sowjetrepublik, auf denen durch Aussaat und Ernte wertvolle Ernten für die Ernährung. Also, ja, okay. Platziere mindestens 10 Felder. So. Klein, mittel, groß. Jetzt haben wir hier Felder. So, ich mach mal wieder langsamer. Also, wenn wir hier Wohnen machen, so ein bisschen planen müssen wir ja. Können wir doch hier gut wirtschaften, oder? 10 Felder, Alter. Obwohl, ich würde mal bitte... Ja doch, hier sieht es eigentlich gut aus. Ja, 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 okay. So. Also. 1, 2, 3. Mist, ich habe das nicht richtig gesagt. 4, 5, 10. Okay. Sie senden Traktoren für die Aussaat, metrisch für die Ernten. Okay. Das heißt, wir brauchen einen Bauernhof in klein. So, ich würde mal gerne ein Stück näher hinzoomen. Den Bauernhof würde ich gerne hier hinbauen. Ein Stück drehen, so. Danke. Das Ganze müssen wir ja natürlich jetzt dann auch noch mit der Straße verbinden, würde ich jetzt mal so schwer behaupten. Oder? Felder werden dem Bauernhof zugewiesen. Sicherstellen, dass jedes Feld mit dem Bauernhof verbunden ist. Okay. Das geht wie? Ah, neues Feld zu weisen. Ja, nice. Ach so, es gibt keine Straße. Ah, ja, okay. Dann, unbefestigte Straße. Okay. Oh, ich krieg da einen Vogel, Alter. So, dann müssen wir hier raus. Dann einmal bitte hier. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ich diesen Rotz umgehen kann. Das ist das Dümmste, was ich je erlebt habe. Ich will keine Straßenkrümmung. Ich will das einfach nur
miteinander verbinden können. Nein, ich will keine Brücke, ich will einfach nur eine Straße. Gott, was ist das? Ja, okay, von mir aus. Weil ich hier gleich noch einen Tobsuchtsanfall kriege. Das ist ja abnormal. So. Okay. Ach genau, die muss man jetzt ja noch zuweisen, voll. Ach, hier fehlt jetzt ein Stück wegen. Ah, ja, okay. Wir brauchen Traktormähdrescher und. Echt jetzt? Ja, cool. Traktor, Mähdresche und einen abgedeckten. Ah, okay. Und dann kannst du auch noch auswählen, woher die Sachen kommen. Okay, dann hätte ich gerne noch den kleinen. Nice. Flüssigdünger macht deine Felder rentabler. Flüssigdünger wird mit dem Traktor ausgebracht, nachdem die Felder ausgesät wurden. Okay. Kaufe oder bringe Flüssigdünger auf deinen Hof. Sind das jetzt eigentlich wirklich? Okay. Flüssigdünger importieren. Ressourcen für Rubel kaufen. Wie viel? Okay. Das sind jetzt aber 991.000 Rubel. Ich glaube, es reicht, wenn wir erstmal mit 15... Nee, ich glaube, es reichen wahrscheinlich sogar schon... Nee. Fangen wir mal mit 10 Tonnen an. So. Gesäte Felder, 0 von 10. Grunde, mindestens 10 Felder sehen. Okay. Passiert da jetzt irgendwas, oder? Ja, echt jetzt? Ist ja fast wie Manor-Lord. Oder du siehst, dass die Leute da von Hand einfach arbeiten. Ja, cool. Wir hätten vielleicht eine Straße. Gibt es das mit Gehweg? Straßenteil und Gehweg bauen. Ach, kann man die ersetzen? Das wäre jetzt so eine knorke Idee, wa? Zumindest mal die Hauptstraße. So, ist da. Gut, solange wir hier Gehwege haben, ist doch vollkommen fein, würde ich sagen, oder? So. Reicht doch. Oh, hier fährt einer mit dem Traktor. Da pflügt einer. Es sitzt zwar niemand auf dem Traktor. Ah, ich finde es die kleinen, aber feinen Sachen. Irgendwie nice. Gefällt mir. Schon sehr detailverliebt, ne? Das, der Drescher und der Dings. Cool. Okay. Coole Sache. Ich mag, also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist ja Grafik in Spielen, also in Aufbau- und Strategiespielen nie so wichtig. Es muss gut gemacht sein und du musst richtig gut managen, aufbauen können, je nachdem, ob es Strategie, Wirtschaftssimulation oder sonst irgendwas ist. Das muss halt cool sein. Du musst richtig gut sehen können, wie auch was passiert und nicht nur, dass da halt... Ja, ein Auto irgendwo rumsteht oder sonst irgendwas. Das fand ich in Cities Skylines 2 immer ein bisschen schade. Gut,
Aber ich sehe jetzt noch die Felder an und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, habt ihr das Spiel schon gespielt? Spielt ihr es? Sollen wir noch weiter reingucken? Und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wolltet. In meiner ersten Runde, mein erstes Mal Sowjet Republic. Wie gesagt, Tschüssikowski.